Kapitel 20. Das Ende. Scheibing, Tag des Prozesses. Seht all diese Leute. Es sieht so aus, als hätten sie Spaß daran. Sie ändern sich nie. Ihr geifernden Hunde solltet euch schämen. Halt's Maul, du alte Hexe! Ellen? Mir geht es nicht gut. Ich bleibe bei dir. Geht voraus, wir kommen nach. Schnell, sonst kommt ihr zu spät. Ist deine Mutter krank? Das ist es nicht. Hier haben sie meinen Vater gehängt. Das Hohe Gericht. Die Beisitzer. Der Bruder des Königs von England. Der ehrwürdige Herr Bischof Henry von Winchester. Und ihre Hochgeboren Gräfin Lady Aljena von Shiring. Der Vorsitzende. Der ehrwürdige Herr Bischof von Shiring und Kingsbridge. Walleran Bigot. Bitte. Die Kirche ist nicht ohne Fehl. Wir haben uns heute hier versammelt vor Gottes Angesicht, um über einen der unseren zu richten. Er hat geschrieben, dass Kirche und Papst nicht notwendig sind als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Dass Gott im Menschen wohnt, dass alle Menschen gleich sind und dass jeder Sünder dem Herrn so nahe steht wie der Papst selbst. Jetzt bitten wir Gott um sein Urteil. Denn sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Nicht unser und nicht euer. Ihr werdet der Ketzerei angeklagt. Philip von Gwynedd, wie bekennt ihr euch? Antwortet! Ich bin nicht schuldig. Unschuldig? Er sagt, er sei unschuldig! Eure Lehren sprechen eine andere Sprache. Schuldig, sage ich. All dies erfüllt mich mit Trauer. Vielleicht wird es euch überraschen, aber wir hatten gehofft, euch zum Bischof von Kingsbridge zu machen. Wie konnte es so weit kommen, Philip? Zum Teil war es meine Schuld. Ich habe Philip in seinen ersten Jahren unterstützt. Ich beantrage, dass Philip ab sofort seines Amts als Prior entkleidet wird. Nein! Und dass er in Gewahrsam genommen wird, bis Shiring und ganz England von den vergifteten Worten geheilt sind, die er verbreitet hat. Nein! Was? Ja? Ihr beschuldigt Philip, weil er sich euch widersetzt hat. Ich machte ihn zum Prior. Und dankbar war er nicht. Aber nein, ich klage ihn an, weil seine Lehren falsch sind. Und ich will beweisen, dass Philips Entscheidungen in der Vergangenheit mehr als einmal falsch waren. Ruft Remigius auf. Nee. Der Prior von Shiring. Vater Remigius. Mein Herr Bischof. Sagt dem Gericht Remigius, was ihr mir erzählt habt. Viele Jahre habe ich als Subprior von Kingsbridge gedient. Erst für Prior James, dann für den Angeklagten. Was war euer erster Eindruck von ihm?
Ich war beeindruckt von der Art und Weise, wie er die Diskussionen im Kapitelhaus geführt hat. Was noch? Unser Prior Philipp hat den Flüchtlingen aus Earls Castle bereitwillig Zuflucht gewährt. Ist das nicht eine gute Tat? Ein Akt der Nächstenliebe? Ihr kennt ihn nicht so gut, wie ihr ihn zu kennen glaubt, Gräfin Aljena. Das wird sich heute jedoch ändern. Der spätere Baumeister unserer Kathedrale und sein Weib waren unter den Zufluchtsuchenden. Sie lebten in Sünde. Sie waren unverheiratet und trieben Unzucht. Philipp erlaubte ihnen zu bleiben. Warum hat er das wohl getan? Ich weiß es nicht, Herr Bischof. Vielleicht, weil er selbst in ähnliche Dinge verwickelt war. Wir werden sehen. Dann, am ersten Tag unseres Wollmarkts, wurden wir angegriffen. Ich habe davon gehört. Schrecklich. Ich versuchte, das Leid einer Frau mit den Worten der Heiligen Schrift zu lindern. Die Frau des Baumeisters, von der ich gesprochen habe, wollte sie mit giftigen Kräutern verhexen. Und Philipp schritt ein? Ja. Er stieß mich beiseite und gab der Frau Gift. Dafür sollte er hängen. Oh, nein! Hilft einer das Hexe? Würde er nicht tun. Es ist schlimmer, als ich dachte. Es war kein Gift. Und dann kam der Tag, als die Statue der Jungfrau Maria in Kingsbridge ankam. Ich habe nicht geglaubt, dass es ein Wunder war. Die heilige Maria von Kingsbridge. Natürlich ist es ein Wunder. Die Jungfrau hat selbst zu mir gesprochen. Ich auch. Zweifellos ist es ein Wunder. Ich habe von vielen gehört, die in Kingsbridge geheilt wurden. Ja! Amen! Amen! Heilige Maria, segne uns alle! Nun, mir wurde ja auch bald klar, dass es ein echtes Wunder war. Aber Philipp nicht. Ihm ging es nur um das Geld, das die Leute am Schrein der Jungfrau spendeten. Deshalb bin ich gegangen. Das war richtig! Amen! Nun, ich glaube, da gibt es noch etwas, das ihr uns nicht erzählt habt. Etwas sehr Wichtiges? Ja. Philipp hat ein Kind gezeugt. Unglaublich! Was? Ich wusste es! Einen Sohn! Und er hat ihn in der Priorei aufgezogen. Er ist schuldig! Oh. Jonathan von Kingsbridge, tritt vor. Das ist lächerlich. Ist es das? Ist das die Wahrheit? Seid ihr Philipps Sohn? Beantworte die Frage, Jonathan von Kingsbridge. Philipp war immer wie ein Vater zu mir. Aber er ist nicht mein Vater. Woher weißt du das? Er hat es mir gesagt. Woher weißt du, dass er die Wahrheit sprach? Sprecht! Philipp würde nie lügen. Er sagte mir, man hätte mich im Wald gefunden. Im Wald? Ist das wahr, Philipp? Oder lügt ihr? Und weiter? Mein Bruder hat ihn gefunden. Euer Bruder? Stammt er nicht in Diensten des Grafen von Gloucester? Ihr habt ihn schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen, stimmt's? Dann fragen wir doch seinen Bruder, ob die Geschichte wahr ist. Francis,
Was ist mit dir geschehen? Es ist nicht deine Schuld. Er tut das, um dir zu schaden. Bei Gott! Francis von Gwynedd. Er wurde vor mehr als 15 Jahren eingekerkert. Er wurde verurteilt wegen Verschwörung gegen seinen eigenen Herrn, Graf Robert. Führt den Gefangenen weg! Philipp hat es mir selbst erzählt. Und ich sagte es Graf Robert. Denn Gott und die Kirche können in diesen Konflikten keine Partei ergreifen. Nur ein Bruder wurde bislang bestraft, aber beide haben sich gegen Graf Robert verschworen. Und seinen Verbündeten Graf Bartholomäus, euren Vater, Lady Aljena. Philipp hat all diese Flüchtlinge damals aufgenommen, weil er an ihrem Schicksal schuld war. Und an eurem, als ihr euren Vater und die Grafschaft verloren habt. Dies, Lady Aljena, ist der Mann, den ihr zu schützen versucht. Nun? Ich weiß, dass er von Sorgen geplagt ist. Wir alle treffen manchmal Entscheidungen, die uns im Moment richtig erscheinen. Wenn sie in Wahrheit schreckliche Fehler sind. Ich bin dankbar, dass mir vergeben wurde, als ich einen Fehler machte. Jetzt vergebe ich ihm. Kehren wir nun zu unserem aktuellen Problem zurück. Es gibt jemanden, der bezeugen kann, wie Jonathan im Wald gefunden wurde. Und der ein Licht darauf werfen kann, wer wirklich Jonathans Vater ist. Und wer ist das? Mein Ehemann. Tretet vor. Wie ist euer Name? Er ist der Baumeister von Kingsbridge. Habt ihr den Mut verloren? Nein, das habe ich nicht. Ihr wisst genau, weshalb es schwer für mich ist, euch gegenüberzutreten. Man nennt mich Jack, nach meinem Vater. Mein Name ist Jack Jackson. Ja, wir sind uns schon begegnet. Wie alt wart ihr, als ihr angeblich Jonathan als Kind im Wald gesehen habt? 12. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Philipp sagt die Wahrheit. Ihr wart ein Kind. Und was habt ihr dort getan? Im Wald? Ich lebte im Wald. Mit meiner Mutter. Sie waren Outlaws. Prior Remigius ist der vertrauenswürdigste Zeuge heute. Und seine Aussage belastet Philipp in nicht geringem Umfang. Die vagen Erinnerungen eines Outlaw-Kindes haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Er hat ein Kind gezeugt! Nein! Er würde das nie tun! Und doch, Gräfin Aljena hat recht. Wir wissen nicht genug, um so hart über ihn zu richten, wie ihr es gefordert habt, Bischof Walloran. Ihr habt recht, Bischof Henry. Wie ich sagte, es ist nicht an uns, über diesen Mann zu richten. Philipp von Gwynedd hat sich für unschuldig erklärt. Aber wie unschuldig ist er? Wir bitten Gott um sein Urteil. Als Bischof von Kingsbridge und Shiring verlange ich eine Feuerprobe. Das ist Wahnsinn! Philipp von Gwynedd soll auf dem Scheiterhaufen geprüft werden. Wenn er unschuldig ist, wird Gott ihn vor den Flammen bewahren. Wenn nicht, wird er als Ketzer und Sünder brennen, als den Gott ihn erkannt hat.
Nein! Walleren Begert! Diesmal nicht! Sie ist es. Ich habe das Kind und Francis gesehen. Ich war dort. Philip ist nicht der Vater des Kindes. Er ist ein Narr, aber er ist ein guter Mensch. Wer ist dann der Vater? Tom Bilder. Sie stecken alle unter einer Decke. Diese Frau ist eine Hexe und ein Outlaw. Sie lebte in Sünde mit einem Dieb. Er wurde vor 30 Jahren in Shiring gehängt. Er war kein Dieb. Er war ein guter Mensch. Du hast ihn ermordet, Walleren Begert. Was hat das zu bedeuten? Er war ein Dieb. Er hat einen goldenen Kelch gestohlen, ihn eingeschmolzen und verkauft. Welchen Kelch? Den Kelch der Heiligen Messe. Er hat ihn aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Sakrileg! Ja, Prior James von Kingsbridge hat ihn auf frischer Tat ertappt. Ist das der Kelch? Ihr sagtet, er sei eingeschmolzen und verkauft worden. Glaubt nicht an ihre Lügen. Das könnte jeder Kelch sein. Das beweist überhaupt nichts. Wo habt ihr diesen Kelch gefunden? In einer geheimen Kammer. Wir glauben, dass Prior James ihn versteckt hat, weil er sich schuldig fühlte, Jacks Vater fälschlich angeklagt zu haben. Habt ihr irgendwelche Beweise? Er hat es mir gesagt. In der Nacht, als die Kathedrale abbrannte. Ich war dort. Ich habe ihn gesehen. Prior James ist Wochen vorher gestorben. Nein, das stimmt nicht. Bischof Henry, er spricht die Wahrheit. Ruhe! Ich gebe euch Zeit bis zum Sonnenuntergang, um einen Zeugen vorzubringen, der eure Beschuldigungen gegen Bischof Walleren beweisen kann. Dieser Kelch allein genügt nicht. Wenn ihr dies nicht könnt, werdet ihr euch wegen Verleumdung verantworten müssen. Philip von Gwyneth, ihr bleibt unter Arrest. Das Gericht vertagt sich bis zum Sonnenuntergang. Wir brauchen einen Zeugen. Was machst du da? Ich habe gesehen, wie du Pläne für eine Kathedrale gezeichnet hast. Vielleicht können wir etwas Ähnliches tun, um einen Zeugen zu finden. Schauen wir mal. Dein Vater. Er sieht aus wie du. Wie meine Großmutter sagte. Und Bischof Walleren. Versuchen wir, die Verbindungen herzustellen. Vielleicht können wir so einen Zeugen finden. Gute Idee. Jacks Vater. Wenn er noch am Leben wäre, könnte er unser Zeuge sein. Vielleicht kann er das immer noch. Bischof Walleren steht im Zentrum von allem. Mutter sagt, Walleren steckte hinter dem Tod meines Vaters. Und sie sagte, er war nicht allein. Drei Männer waren für den Tod deines Vaters verantwortlich. Bischof Walleren, Percy Hamley, damals war er der Vogt von Shiring, und Prior James von Kingsbridge. Wenn sie alle dort waren, waren sie alle Zeugen.
Und nur Walleran ist noch am Leben. Kaum ein Zufall. Warum würden diese drei sich zusammentun, um deinen Vater an den Galgen zu bringen? Er war auf dem weißen Schiff. Alle an Bord sind ertrunken. Es gab keinen, der berichten konnte, was geschehen war. Bis auf ihn. Er war der einzige Zeuge. Und dann haben sie ihn umgebracht. Warum? Und was ist mit dem Schiff? Mein Vater hatte schon immer England sehen wollen. Er war der einzige Überlebende, als das weiße Schiff sank. Warum sollten Walleran, Percy und James sich wegen des weißen Schiffes sorgen? Der Sohn und Erbe König Heinrichs war an Bord. Und auch andere mögliche Erben und Mitglieder des königlichen Hofes. Ich hörte, Stefan von Blois, der Neffe des Königs, habe das Schiff verlassen, bevor es ablegte, weil er krank geworden war. Er war der einzige männliche Erbe. Die einzige Bedrohung waren Mathilde, die Tochter des Königs, und ihr Halbbruder, Graf Robert. Und sie führen seitdem Krieg gegeneinander. Und dein Vater, Graf Bartholomäus, er war eine Bedrohung. Er hat versucht, Stefan aufzuhalten und dafür mit dem Leben bezahlt. Vielleicht hat mein Vater auf dem weißen Schiff etwas gesehen. Einen Beweis, dass Stefan damit zu tun hatte. Kaum ein Zufall, dass alle Erben des Königs auf jenem Schiff starben. Vielleicht wusste mein Vater, was da geschehen ist. Wenn Stefan für den Untergang des weißen Schiffs verantwortlich war, dann wäre ihm daran gelegen gewesen, den einzigen Zeugen des Untergangs mundtot zu machen. Aber er hätte es natürlich nicht selbst getan. Nein. Was ist mit dem König? Wenn das weiße Schiff eine Rolle spielt, dann wurde Walleran womöglich von König Stefan angestiftet, deinen Vater zu töten. Aber damals war er noch nicht König. Warum sollte Walleran ihm Gehör schenken? Ihm wurde versprochen, er würde Bischof werden. Natürlich. Bischof Henry ist Stefans Bruder und war schon damals einer der einflussreichsten Kirchenmänner in ganz England. Aber wenn Bischof Henry in der Sache mit drinsteckt, welche Chance haben wir dann, den Prozess zu gewinnen? Es ist ein öffentlicher Prozess. Wir wollen nur, dass Philipp freikommt. Wir finden einen Zeugen und nehmen Walleran auseinander. Henry wird mitspielen müssen, um unschuldig zu erscheinen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Es ist unsere einzige Chance. Glaubt ihr, dass der König James befohlen hat, meinen Vater festzunehmen? Nein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass James von seinem Vorgesetzten, Erzdiakon Walleran, dazu angestiftet wurde. Und Erzdiakon Walleran war viel mehr in politische Machenschaften verstrickt als James. Glaubt ihr, Stefan hätte sich direkt an Percy gewandt? Wegen des weißen Schiffs? Um ihm zu helfen, seine Spuren zu verwischen? Das glaube ich kaum. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Walleran Percy angesprochen hat. So wie später, als Percy meinen Vater gefangen nehmen sollte. William Hamleys Vater. Percy Hamley wurde vergiftet. Ein Zeuge weniger, der von Walleran wusste. Und Walleran wollte vermutlich, dass William Graf wurde. Er war leichter zu lenken als sein Vater. Was ist mit Regan Hamley? Sie ist noch am Leben. Sie wurde in ihr Stadthaus in Winchester gebracht. Und in ihrem Zustand wird sie uns vielleicht gar nicht helfen können. Was ist jetzt mit Prior James? Und was ist mit Prior James und Walleran? Walleran war noch nicht Bischof, als die Hinrichtung stattfand. Er war Erzdiakon. Das hat Philipp gesagt. Aber James musste trotzdem tun, was Walleran ihm auftrug? Das ist sehr wahrscheinlich. Walleran war James' Vorgesetzter.
Ist es möglich, dass Stefan Walloran beauftragt hat, Jacks Vater zu töten? Ich frage mich, ob mein Vater je erfahren hat, warum er sterben musste. James war der Prior von Kingsbridge. Dort soll dein Vater den Kelch gestohlen haben, um ihn einzuschmelzen und zu verkaufen. Aber wir wissen, dass das nicht wahr ist. Denn wir haben ihn gefunden. Philipp hat den Kelch wiedererkannt. Aber Bischof Henry will einen Zeugen. Der Kelch reicht nicht aus. Aber er ist ein wichtiges Indiz für uns. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Vielleicht hat Stefan nie selbst den Plan geschmiedet, deinen Vater zu hängen. Du meinst, Walloran hat es getan, weil er Gerüchte hörte und sich bei Stefan und Bischof Henry einschmeicheln wollte. Mag sein. Philipp sagte, Prior James sei ein ehrenwerter Mann gewesen. Vielleicht hat Walloran ihn gezwungen, deinen Vater zu beschuldigen. Vielleicht. Das könnte erklären, warum James von Schuldgefühlen geplagt wurde. Die Mönche haben erzählt, James glaubte, der Teufel wäre hinter ihm her. Percy hat den Kelch nicht versteckt. Also haben Walloran und die anderen behauptet, dein Vater habe einen Kelch aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Und dass er ihn verkauft hat. Ja. Wir wissen, dass das nicht wahr ist, aber wir brauchen einen Zeugen. Es ist der einzige Weg, um Philipp zu helfen. Naja. Der Kelch wurde benutzt, um den letzten Überlebenden des Weißen Schiffes zu töten. Ja. Dein Vater war in unserer Priorei eingesperrt worden. James hat behauptet, dein Vater hätte den Kelch gestohlen und verkauft. Doch stattdessen hat er ihn selbst in Kingsbridge versteckt, in der Krypta. Wir haben dort unten James Geißel und ein Bett gefunden. Die geheime Kammer ist wichtig. Wir kommen der Sache näher. Alle dachten, Prior James sei tot, dass er ins Eis eingebrochen sei. Und jetzt wissen wir, dass er versteckt wurde. Warum glaubten seine Mönche, er sei tot? Subprior Remigius sagte, er hätte James Rosenkranz am Fluss gefunden. Daher dachten alle, der Leichnam sei fortgespült worden. Sie haben einen leeren Sarg begraben. Aber welche Rolle spielt Remigius dabei? Philipp sagte mir, Remigius sei dabei gewesen, als Walloran Philipp zum Prior machte. Walloran und Remigius kannten sich. Das erklärt, warum Walloran Remigius später zum Prior von Shiring gemacht hat. Und Remigius hat meine Mutter erkannt, als wir in Kingsbridge ankamen. Er muss dabei gewesen sein, als mein Vater angeklagt wurde. Ich glaube, Remigius ist der Schlüssel. Es ist möglich, dass Walloran Remigius anstiftete, Prior James verschwinden zu lassen, als James darüber zu reden begann, was sie getan hatten. Als James anfing, mit dem Teufel zu reden. Aber aus irgendeinem Grund versteckte Remigius ihn. Aber Walloran hat das nie erfahren. Ja, das erklärt, warum er dir nicht glaubt, als du sagtest, du hättest James im Feuer gesehen. Wo James am Ende starb. Und Remigius dachte, keiner wüsste es. Wir müssen Remigius finden. Er ist unser Zeuge. Beeilen wir uns. Es wird schon dunkel. Der Prozess wird bald weitergehen. Die Leute kennen euch beide. Ihr solltet nicht einfach so in Shiring herumlaufen. Er hat recht. Ich werde nach ihm suchen. In Ordnung. Pass auf dich auf. Und Jonathan? Ja? Wir unterhalten uns später. Über das, was heute gesagt wurde. Über Tom. In Ordnung. Remigius, wo steckst du? So, Remigius ist unser Zeuge. Wo ist er?
Scheiterhaufen. Hallo? Sie sind alle fort. Oder er will beichten. Alle sind anscheinend zum Prozess gegangen. Niemand darf sich dem Scheiterhaufen nähern. Warum nicht? Befehl von Bischof Henry. In Ordnung. Hallo? Willst du hineingehen, Bruder? Nein, noch nicht. Danke. Gehörst du nicht zu Prior Philip? Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie werden ihn freisprechen. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Ketzer! Narren! Seht euch nur an! Wer seid ihr, über jemanden zu richten, der euch nie ein Leid getan hat? Vergib ihnen, Bruder! Wir richten ihn nicht! Aber Gott wird es tun! Da ist er. Remigius? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Warte, war er das nicht? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Nein. Hallo? Die Tür ist offen. Ist jemand da? Eine Aufgabe. Mein Gott! Nein! Unser Bischof ist sehr... sehr... verärgert. Nein! Was macht ihr da? Ich tue, was er mir aufgetragen hat. Hört auf! Nein! Bleib weg! Das geht dich nichts an! Warte durch. Nein! Wer hat euch das befohlen? Niemand! Ich, Warum wollte er dich töten? Ich werde es dir sagen. Ich werde es allen sagen. Willi? Really?